Hello Kitty der Power Rangers. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Farben, die gefallen mir halt schon ganz gut. Was geht ab, Ballerinas? Heute wird Kapitel Nummer 4 gezockt von den Power Rangers. Und wir spielen heute mal mit dem gelben Ranger, der so ein bisschen aussieht, als wäre er von den Guardians of the Galaxy. Also, let's do it! Gia. Hölle. Das ist Gia, Mensch. Die sieht da auch schnieke aus. Die erinnert mich irgendwie von irgendwie so jemanden von Guardians of the Galaxy oder so. So, die sieht halt so aus mit ihrem Kragen. Okay, also kämpfen wir die ganze Zeit nur gegen diese schwarzen Swords? Swords, sage ich schon. Ranger. Naja. Ach, da oben ist mit Sword. Ach, heftig. Das ist... okay, Konter. Ah. Das ist ja heftig. Mal sehen, was da gleich passiert, Ultra. Sie kriegt nämlich ganz schön jetzt gerade aus Festkrieg von ihm. Ich weiß doch nicht mal, wie du heißt. Ja, also diese Assist finde ich jetzt noch nicht so toll. Was macht er jetzt? Okay, lass mich mal ganz kurz was nachgucken. Naja, habe ich jetzt nicht gefunden. Ich würde gerne mal wissen, wie man diese Ultrasorts da holt. Hätte ich mich ja auch mal vorher informieren können. Auf jeden Fall down. Hier ist auch gleich eine, Digga. Das ist relativ Lade. Komm her. Oh, der war nice. Okay, zack. Ultra Mega Sword. Okay, also es ist halt aber auch irgendwie. Ich weiß jetzt halt auch nicht, was der gelbe Spieler jetzt hier macht. KO. Mal sehen, was halt genug. Ich kümmere mich selbst darum. Ranger Slayer. Okay, pink mit schwarz. Ja, Ranger Slayer natürlich. Aha. Auch mal so ein Heavy Fire. Okay. Schlappe catchen! Achso, jetzt bin ich Ranger Slayer. Ach, oh Gott. Leute, das muss man jetzt aber auch mal immer verstehen, dass man dann... Wahrscheinlich wird dieser Kampf jetzt auch irgendwie zur Hälfte abgebrochen, wie im letzten Kapitel. Und dann stehst du da wieder, wie so ein Dulli, wie bestellt und nicht abgeholt und denkst dir so, Alter, was ist dein Problem jetzt? Naja. Okay. Ja, vor allem, die Sache ist ja auch, die sehen ja auch alle, ich will ja nicht sagen gleich aus, aber wenn die ganze Zeit gegen so eine Murlocs oder so kämpfen, weißt du, so gegen so ein kleines Ungeheuer, dann kannst du es ja wenigstens nochmal auseinanderhalten. Aber so ist es ja nun, ja, keine Ahnung. Man hat ja gar keine Ahnung, wer jetzt was ist und Dicker, lässt du mich da jetzt mal rauskommen oder was? Was denn dein scheiß Problem? Hast du schlecht... Da wird man auch mal kurz sauer. Also es ist halt wirklich das Spiel, ich muss sagen, es erinnert mich halt ganz stark an eine Spielhallenschlägerei. Also das ist wirklich... Och Mann. Hallo. Dein Ernie oder was? Verwendet sie jetzt hier die Tricks, die ich sonst die ganze Zeit immer schön verwende. Immer in die Ecke drängen und dann aufs Maul geben. Nee, ich lasse mich jetzt nicht von dir in die Ecke drängen. Legen. Bam! In dein Gesicht. Lord Draken hat einen besonderen Ort für Menschen wie sie. Kehre sofort zu unserer Welt zurück. Ich muss mich noch um andere kümmern. So, jetzt kommt er wieder.
Was gehört? Bringen wir sie ins Mondgefängnis, bevor... Okay, jetzt kommt halt wieder der nächste. Cut Mangs. Mangs, tut mir leid, aber das wird hier nicht passieren. Erledige sie. Okay. Alter. Hello Kitty der Power Rangers. So sieht sie ja aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Farben, die gefallen mir halt schon ganz gut. Ihres Anzugs. So, jetzt komm schon. Machen wir irgendwas Fetziges hier. Fetze. Also diesen Hello Kitty Trend, den habe ich ja auch irgendwie nie verstanden. Gut, ist wahrscheinlich auch, weil ich männlich bin und nicht weiblich. Ja, genau. Wollt ihr beide jetzt mal heftig aufs Fressbrett oder was? Was ist denn los? Ja. Das ist aber schon eine recht gute Kampferung, wollte ich gerade sagen. Panzerung. Wahrscheinlich. Komm schon. Ja, hallo. Schnecke, willst du auch noch mal was machen? Oder hast du jetzt nicht mehr so den Turn zu? Er wirft Bomben. Ich bin down. Also kurz und knapp, es ist und bleibt einfach eine Spielhallenklopperei. Und ja, es geht natürlich dann nicht weiter, ohne dass man gewonnen hat. Aber nun gut, wir haben dieses Mal ein bisschen verkackt. Trotzdem würde ich mich natürlich über ein Like freuen oder ein Abo oder ein Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen.